wird das denn jetzt? Überraschung! Wir haben lecker, lecker Würstchen. Und Ketchup. Und Bier. Alles okay? Ja, alles gut, danke. Wir dachten, wir machen dir eine Freude, weil du es im Moment ja echt nicht leicht hast. Manchmal hilft einfach die Nähe zu anderen Menschen, auch wenn man die Nähe eines bestimmten Menschen nicht haben kann. Essen hilft auch immer. Und was ist eigentlich eure Theorie zu den verschwundenen Leuten? Naja, also wahrscheinlich wurden sie nur entführt. Ein Mensch, der andere Menschen entführt? Aber so viele? Du meinst, es ist ein Monster? Ein Mensch kann auch ein Monster sein. Oder es waren mehrere Menschen. Also, wenn du irgendetwas brauchst oder wir dir irgendwie helfen können, dann musst du uns nur Bescheid sagen. Von uns hat bisher noch nie jemand so einen schrecklichen Schicksalsschlag erlitten wie du. Aber ich verstehe nicht, wofür. Ich meine, wofür werden die ganzen Menschen entführt? Ich erkenne gar kein Muster. Ich meine, ist ja nicht wie in Derry, wo alle 27 Jahre Kinder verschwinden. Also können wir einen Clown ausschließen. Ja, mach dich ruhig lustig. Ich glaube, es waren wirklich diese gruseligen Vogelscheuchen, die in letzter Zeit wie Unkraut aus dem Boden schießen. Das wäre viel logischer. Wenn wir realistisch denken, waren das ganz sicher keine Vogelscheuchen. Ich meine, hat sich vielleicht das Moor ausgeweitet und die Menschen versinken darin? Wir haben auch in letzter Zeit viele Wölfe in Großhansdorf. Naja, aber die haben eigentlich Angst vor Menschen. Ich meine, vielleicht... Nein, Entführung kann das nicht sein. Oder was sollte man mit so vielen Menschen tun? Naja, mit Menschen kann man viel anstellen. Das sind bestimmt diese in diesem Labor. Habt ihr schon mal was von dem Hekate-Labor gehört? Das ist ein Labor in Großhansdorf, wo sie am Menschen forschen. Naja, das habe ich zumindest in meiner Telegram-Gruppe gelesen. Warst du mal da und hast nachgeguckt? Ich bin doch nicht blöd. Ich meine, die experimentieren ganz sicher an Menschen. Können wir bitte über irgendwas anderes reden? Also ich finde auch, wir sollten über etwas anderes reden. Also ich finde, die verschwundenen Menschen sind momentan das wichtigste Thema. Du bist so ein egoistischer Idiot. Wenn deine Freundin unter den vielen Verschwundenen wäre, dann würdest du dich auch schlecht fühlen. Und du würdest auch nicht darüber reden wollen. Also akzeptier einfach, dass er seine Ruhe haben will und halte dich daran. Wie reicht das jetzt mit eurer Scheiße? Warte! Das habt ihr ja toll hinbekommen. Was hat den denn gebissen?
Bist du noch wach? Ja. Sag mal, geht's dir nicht gut? Ja, naja, eigentlich schon, aber es ist halt... Ich habe in letzter Zeit dauernd irgendwelche Albträume. Weißt du, was das Allerschlimmste ist? Selbst meine Tagträume sind Albträume. Das hört sich nicht gut an. Wovon träumst du denn? Ja, eigentlich ist es immer das Gleiche. Das sind halt diese Wesen. Die sehen aus wie lebende Vogelscheuchen, aber wenn du denen in die Augen guckst, dann guckt nur so eine tote Leere zurück. Oh. Das will mir keiner glauben, aber ich bin mir ganz sicher, das sind die aus dem Hekate-Labor. Was? Habe ich doch schon gesagt, die Hekate-Labor. Du kannst das gerne googeln, wenn du möchtest. Was ist denn eine Hekate? Naja, das ist doch das Labor, das in Kusanzdorf steht. Ja, und wo soll das sein? Das ist mitten im Wald. Da kommen ganz merkwürdige grüne Lichter her. Das habe ich in Foren gelesen und wenn sie irgendwo ist, dann ganz sicher da. Du meinst, das sind genug Indizien oben? Ja, also ganz ehrlich, genug Indizien, dass ich da ganz sicher nicht hingehe. Also du kommst nicht mit? Also ich hänge noch an meinem Leben. Das ist deine Freundin, ich meine. Bist du dir ganz sicher, dass sie da ist? Wenn sie noch auf dieser Erde ist, dann ist sie ganz sicher da. Person 38 ist verschwunden. Wie kann das sein? Der Professor stinksauer. Bin ich? Ah, du bist wach. Alles okay? Wer bist du? Alles gut. Die vom Labor hätten dich fast gekriegt. Also hatte ich recht? Was wollen die? Du bist sicher, dass du das wissen willst? Was meinst du? Was denkst du denn? Naja, die kidnappen die Leute und die ganzen Plakate hast du doch gesehen, oder? Und warum bist du da gewesen? Ich will da einbrechen und meine Freundin befreien. Ich befürchte, dafür ist es zu spät. Du meinst, sie ist tot? Ach, das wäre besser für die, aber nein. In dem Labor werden uralte Rituale durchgeführt. Letztendlich ist deren Hauptziel, dass sie Magie und Wissenschaft kombinieren.
Woher weißt du das alles? Naja, das meiste steht auf deren Webseite. Dort nennen sie das Magie. Und da steht natürlich auch nichts von den Entführungen. Wen hast du denn erwartet, retten zu können? Meine Freundin. Hast du auch jemanden verloren? Nein, zum Glück nicht. Letztes Jahr wurde ich im Balmorwald vom Krampus gejagt. In letzter Sekunde konnte ich mich vor dem Monster retten. Und dann wurde es erst richtig anstrengend. Du kennst doch den Balmorwald, oder? Ja klar, mit dem Wald stimmt irgendwas gehörig nicht. Einen Tag, als ich dort war, habe ich einen kleinen Teil des Waldes wiedererkennen können. Danach bin ich einen ganzen Tag in eine Richtung gelaufen, doch der Wald schien unendlich. Wie ist das möglich? Hier, sieh mal. Das ist der Bann des Abraxas. Vor 10.000 Jahren hat dieser den Wald verflucht, um die Menschen zu schützen. Wenn dein Herz nicht rein ist und du den Wald betrittst, bist du gefangen in einer anderen Dimension. Ich nenne es den Geisterwald. Dort sind viele unreine Wesen gefangen. Und wie hast du es da rausgeschafft? Ich habe Buße getan und somit reinen Herzens meine Seele gereinigt. Können nicht auch die Wesen, von denen du gesprochen hast, Buße tun? Nein, nicht rein Herzens und nicht ohne zu lügen. Ich sehe in meinen Träumen letzter Zeit immer diese Vogelscheuchen. Kann das sein, dass die aus dem Wald ausgebrochen sind? Also eine Vogelscheuche kann das nicht sein. Das ist ja ein grundsätzlich lebloses Wesen. Also ich meine, die hat nie gelebt und die wird auch nie leben. Wenn, dann ist sie halt irgendwie so diese leblose Höhle, die von irgendwas besessen wurde. Ja, warum das alles? Es gibt Theorien, dass so das große Unheil von der Welt ferngehalten wird. Und sollten die heiligen Mauern fallen, dann würde die Welt im Chaos versinken. Was ist jetzt mit diesem Labor? Die wollen an die Macht innerhalb des Geisterwaldes. Letztendlich, dieses ganze Unheil, was dort gefangen ist, würde dieser Firma in unserer Welt zu einer riesigen Macht verhelfen. Und das glaubst du, dass sich irgendein übernatürliches Wesen hier einen Monsterknast gebaut hat? Und die vom Labor möchten die da rausholen? Mal als nächstes willst du mir noch erzählen, dass die Corona entwickelt haben, oder was? Naja, das Bier nicht. Ja, danke für deine Hilfe, aber... Tschüss. Selber nicht.
Was wollt ihr? Ich habe das Recht zu erfahren. Deine Rechte sind mir völlig egal. Was hast du mit uns vor? Meinetwegen sollt ihr es erfahren. Vor vielen Jahren hat Abraxas den Wald verflucht. Ja, das wissen wir alles. Aber wofür braucht ihr uns? Wir brauchen nicht nur euch. Tatsächlich seid ihr Soldaten Nummer 93 und 94. Wir extrahieren eure Seele und setzen die in eine unserer Vogelscheuchen. Und warum? Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Menschen immer ihren eigenen Kopf durchsetzen müssen. Da gibt es Meinungen, Konflikte und moralische Bedenken. Wir haben einen Haufen Vogelscheuchen von den Feldern aus der Umgebung ausgeliehen. Da unser Budget aktuell noch recht begrenzt ist, ist diese Kombination für uns am effizientesten. Merkt also, seid ihr nicht wichtig. Sanctus Augustus tui disti potestatem alcandi super serpentis et scorpionis qui intercetera mirabilium tuorum praecepta dignatus est dissere demonis effugate cuis et ute motus tamquam fulgur discaedo satanas cecidit tuum sanctum nomen cum timore et tremore simpliciter depressor ut indignissimo mihi servo Die Legende ist wahr. Das Tor zum Geisterwald wurde geöffnet. Noch nicht.
weiter. Schweig! Du weißt es also nicht. Sie hatte Hilfe. Von wem? Nicht nur die Legende von Simran ist wahr.